Wieso? Ich war ja schon beim Joggen. Ach so. Ja, was, das macht die Lungen frei. Brav. In dieser herrlichen Bergluft. Brav, brav, das lohne ich mir. Kommt mir wenigstens auf keine schlechten Gedanken. Wieso schlechte Gedanken? Normalerweise traue ich euch junger Leute nicht über den Weg. Aber ihr zwei Monate, ihr scheint schon eine erfreuliche Ausnahme zu sein. Ja, sowieso. Ja, ich werde jetzt einmal die Christel. Hä? Die Christel aufwecken, gell? Weißt, sie ist nur so erschöpft von gestern, von der langen Nacht. Was? Langer Tour. Ja, ja, verständlich, verständlich. Ich richte jetzt Frühstück, ja? Ja. Momentel. Halt. Ja, wo kommt denn das Heu da her, ha? Mir schaut grad so aus, als hättest du im Heustadl rumgewerkelt. Ja, sowas, ha? Wo kommt denn das Heu her, ha? Komischer. Ei, was? Ein Matratzen ist aufgeplatzt. Ein Matratzen? Mhm. Du, wir haben aber kein Heu in die Matratzen. Komisch. Ja, komisch, gell, ja. Ja, 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 direkt unerklärlich. Ja, ich mach jetzt einen Kaffee, gell. Oder wolltest du lieber eine Mille? Ja, das magst. Was? Eine Mille. Kaffee. Mille-Kaffee. Aber nur, wenn's Zeit hast. Mir scheint, dem hat schon gestern sauer erwischt. Ne? Puh, das war jetzt bald schiefgegangen. Christel! Christel, komm raus! Also, das halten meine Nerven nicht durch. Aber wieso denn? Also, ich für meinen Teil, ich bin den zwei alten Rutschen direkt dankbar für ihre Sittenstrenge. Ist doch einmal was anderes. Heimliche Rendezvous im Heim. Also, du, deine Nerven möchte ich haben. Ich verschwind lieber. Halt, Christel! Du hast verräterische Spuren im Haar. Was? Hoi! Oh, glaubst du das? Nein. Also, lang halte ich das nicht mehr aus. Da, schau her. Auch schon raus aus dem Kuchen. Das. Ja. Dann kriegt man wenigstens nicht auf dumme Gedanken, wenn man auf nach Tod mit ins Bett fällt. Wo wollt ihr zum Frühstücken? Bei der Burgl oder bei mir? Ich glaub, die Burgl, die riecht schon her. Ja, also dann bis gleich, gell? Bis gleich, Schatzerle. Mei, gell. Da freut man sich, wenn man sie in der Früh wieder sieht. Ja, sowieso. Aber weißt, es fällt mir fast schon arg schwer. Die ganze Nacht getrennt von meiner Christel. Geh, 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 mach keine Krampf. Erstens schlafen wir sowieso bei der Nacht. Mit einigen Ausnahmen. Nein, 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 nein. In unseren Hütten herrscht Sitte und Ordnung. Die Kreuz- und Querumeinanderflackerei, die dulden wir nicht. Nur keine Aufregung, Nanni. Schau mir, wir fügen uns ja dieser gestrengen Hausordnung. Na ja, das wird schon gut sein. Eins darf mich aber jetzt schon noch interessieren, Nanni. Ja, frag schon. Wart jetzt ihr zwei, also ich meine jetzt die Burgl und du, wart jetzt ihr eigentlich nie jung? Solche intimen Fragen, die fragt man nicht. Und beantworten du es schon gleich gar nicht. Entschuldigung, hab ich mich halt täuscht. Was fällt denn dem Grashupfer ein, hä? Ja, was regst du denn schon wieder so auf? Da hat er fragen, ob ich nie jung war. Und, war's das? Du auch noch an. Du weißt doch ganz genau, was los ist und warum wir zwei da herumhocken. Weil alle Mannsbilder Hallodri sind. Durch die Bank. Andersrum. Weil die jungen Britscher nichts anderes getan haben, als wir anständige Mädel die Männer ausspannen. Ja. Und das Mannsbild möchte ich kennen, was da nicht gern und freiwillig mitmacht. Yes, das ist die Welt schlecht. Das war früher schon so und ist halt auch nicht anders. Ja, ja, ja. Jetzt bist du ja wieder bei deinem Lieblingsthema. Da wirst du schon selber daran schuld gewesen sein, dass da seinerzeit deine Geschwister davor gelaufen sind. Wundert tut's mich nicht, wenn's damals auch schon so bissig warst wie heute. Schneid's aber ab, gell? Ja, ja, ja.
Ja, das kennt man ja, von was sie den Mannsbilder einfangen lassen. Ich weiß schon, warum ich keinen von der Sorten in meiner Hütte sehen will. Und ich weiß, warum ich die Weibsbrüder, die spinnenden Gassen, nicht ausstehen kann. Aus, basta! Na so, da sind wir uns ja wieder einig. Auf alle Fälle war ich auch mal jung. Und wie jung das ich war. Ja, kenn dich nur wieder. Ich bin auch nicht als Holzweib auf die Welt gekommen. Ich kenn mich schon aus. Du bist mir ja bloß neidig. Und meine große Liebe. Ihre große Liebe, weißt du heute noch, was hast davon? Du damische Hähner, du! Guten Morgen, Hähner. Jesus! Ich hab meine Ballatterasche ganz vergessen. Ich bring gleich einen Kaffee, gell? Hat's was gespannt? Na was? Keine Spur! Aber Christel, sie war schon, gell? Psst, Mensch, nicht so laut, wenn das wer hört. Ja, freilich, so weit kam's noch, dass zwei erwachsene Menschen Angst haben müssen vor zwei so alten Jungfern. Das jetzt gib halt einmal eine Ruhe. Und dass das heißt, gell? Heute Nacht schlaf ich in mein Bett und zwar da drin in der Hütte. Ja, du kannst dir von mir aus einen Lohnstadel reinlegen. Ja, und überhaupt sticht das Hai. Überall bin ich verkratzt und verstochen. Du. Ja, lass aber schauen. Ja, das geht gleich auf. Glaubst du, dass das furchtbar ist das mit dir? Dann willst du mich also heute die ganze Nacht allein lassen? Richtig. Gut, wie du meinst. Vielleicht verirrt sich ja noch ein anderes nettes Schneckerl in den Schuppen da hinten ein. Die warten dann ausgerechnet auf die, gell? Weiß man's. Ah, der hat ein bisschen scherzen, so ist recht. Nur ernst darf's nicht werden, ja? Da fällt aber nicht mehr viel dazu. Weißt du, Burgel? Sie will mir nämlich absolut nicht folgen. Christel, das darfst du nicht. Na, schon in der Bibel steht, das Weib folge dem Manne nach. Oder so ähnlich. Also, dann folge mir auch nach. Wohin ich auch immer gehe. Mann, du lässt doch nichts falsch sein, Song. Nur nicht einmal hinter die Mannsbilder drei Tage, das vertrauen sie nicht. Da bin ich ganz deiner Meinung, Nanni. No. Kinder, hörst nicht hin. Die Nanni ist verbittert. Weil sie irgendwann in grauer Vorzeit einmal einer hat sitzen lassen. Du brauchst gerade reden. Ist doch der Deinige vielleicht nicht davor gelaufen. Also, die hört und hört nicht auf. Drück den da hinten ein und gib mir Ruhe. Ich geh, wann ich will, das merkst du. Und jetzt will ich. Ihr zwei vertragt euch nicht besonders miteinander. Wir zwei? Ja, freilich. Wir vertrauen uns prima. Wir sind ein Herz und eine Seele. Nur aufregend tut's mich von Ihnen, wir sind noch nicht. Und Sie jetzt vor heute nicht mehr auf Kurbelspitzen auf? Ja, natürlich. Ja, freilich wollen wir noch auf die Kurbelspitzen auf. Ja, auf geht's, Schatz, zack, zack, wir sind schon spät, dran. Ja, also gut. Aber das eine sage ich dir, gell? Dein Rucksack samt deiner drum Kamera tragst du heute selber. Es langt ja schon, dass du mir einen Berg aufjagst, dass mir gleich die Zunge raushängt. Also, dein Sherpa mach ich nicht an. Und vor allem rennen wir nicht wieder 100 Meter voraus. Ja, ich kann abstürzen und du merkst das gar nicht. Schmarrn, ich hätte doch schreien. Dann schau dich doch um, wo du blieb bist. Und noch eines möchte ich ganz nebenbei erwähnen. Das große Make-up ist zu einer Bergtour nicht unbedingt erforderlich. Also, jetzt schaffst du aber, dass du in Schwung kommst. Du machst es schon richtig, Madel. So hätte ich den meinigen seinerzeit anziehen müssen. Na, war vielleicht alles anders gekommen. Sag einmal, Nanni, warst du eigentlich nie verheiratet? So direkt? Verheiratet meinst du? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, überleg mir das auch noch ganz gut. Ja, und vor allem lang. Weißt, bis das der Deinige stirbt. Und das ist, wenn's Pech hast, fällst schon arg lang. Also, von der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen. Musst aber. Das Bett kannst du nicht selber machen brauchen. Für das bin ich schon hinter. Jesus, das Bett, das habe ich ja ganz vergessen. Ich meine, das kann ich doch selber machen. Ist doch kein Problem, gell? Jetzt muss ich mich aber schicken. Jesus. Der Bärtelkind. Da hat es wieder einmal an der Presse. Ah, der kommt ja direkt auf uns zu. Ja, dann kannst du so schlimm nicht sein. Gute! Ja, hab schon gehört. Der Bärtel ist unterwegs. Jesus. Der wird doch nicht zu uns kommen, hä? Schaut ganz so aus. Ja, Pfeilbrot. Sachsen, die müssen uns jetzt zwei hinten ein gratis Plateau da drüben haben. Immer haben wir das Geschiss mit den Hartschattenbergen verliehen. Jesus, Jesus.
auf der Trage ziehen so an der Her. Ja, du brauchst doch nicht jammern. Meistens sind doch die Mannsbilder so tappig. Und ich hab's dann allerweit. Ah, weil sie dauernd in die Berge umeinander kraxeln müssen und von nichts eine Ahnung haben. Ja, und ich bin einfach nicht daheim. Geh weg. Rainer! Rainer! Ja? Hast du das gehört, der Hubschrauber? Ja, freilich. Den hab ich extra für dich bestellt. Was? Für den Fall, dass du mir wärst. Auf geht's. Dann halten Sie doch mal meine tollen Schmerzen aus. Ich blute ja am ganzen Körper. Ja, ich sehe nichts. Siehst du was? Nein, ich sehe gar nichts. Typischer Fall von. Überlegen Sie genau, was Sie jetzt sagen wollen. Wo genau haben Sie denn jetzt die tollen Schmerzen? Ja, so genau lässt sich das nicht lokalisieren. Genau genommen überall. Ich habe meinen Fuß gebrochen. Was? Ich weiß nur nie welchen. Am tollsten hat's mir ja am Kopf getroffen. Da kann's ja nicht allzu schlimm sein. Ich mein, da ist ja nichts. Weißt du da, Meizerburg, hopp, nicht hopp! Ich protestiere auf das Entschiedenste. Protestieren kannst du, solange du willst? Deswegen musst du jetzt trotzdem da rein tüten. Nee, ich bin in eine Klinik. Ich brauche fachgerechte Versorgung. Bei der Burgl wärst du fachgerecht entsorgt. Was? Versorgt. Da brauchst du keine Angst nicht haben. Die weiß schon, dass mit solchen Bergkraxeln umgehen muss. Da wär spitzenmalig. Ich warne euch, wenn ich irgendwie zu Schaden komme, werde ich mal beschweren, wenn ich wieder unten bin. Ich mach's. Ja, wie bringen wir den jetzt da rein? Da durch die Tür, wer hat sonst da? Piefkass. Hm? Das hab ich gleich gesehen, dass die Tür für die Tragen schmeißt. Ah. Vorsicht, ich habe mir gestoßen. Jetzt gib mir Ruhe. Du weißt was? Da kippt man einfach. Logisch, kippt man. Ja. Warte, wir können euch schwer verletzen. Das gibt mir weg. Ich stürze da ab, Vorsicht. Jetzt führt doch nicht gar so auf. Du guckst doch bloß ein bisschen auf Zeiten. Also, auf geht's. Ja, Alter, auf geht's. Ihr wollt von der Bergrettung sein. Ihr macht mir ja erst noch zum Krüppel. Mensch, das sind ja raue Sitten hier. Jetzt geht er schon wohl. Halt! Was? Kein Schritt weiter. Zu mir kommt kein Mannsbild nicht rein. Was ist los? Gute Frau, ich bin verletzt. Ich bin ein Opfer der Berge sozusagen. Na, was drin blieb? Und eine gute Frau, bin ich für so eine wie die schon gleich gar nicht, gell? Da gehst du lieber, ich bin nicht daheim. Das ist ja eine charmante Person. Also ich glaube, ich breche auf der Stelle zusammen. Was mache ich denn nun? Am besten fliegst du gleich wieder mit uns runter und gehst auf die Bank. Das wird nämlich da ein Freund da. Genau! Die Bergwacht sind Rettungshubschrauber beantragen. Ja, und dann haben sie bloß ein bisschen am Fuß vergeist. Das wird ja gar nicht erzählen können. Ja, nur halten Sie mal die Luft an, dass Sie ungehobelter Bajuware. Schlummen Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. Ich bin Besitzer von Ihrer Kreditkarte in Jolt, wenn ihr das was sagt. Mensch, habt doch ein bisschen Erbarmen mit den Geschädigten von eurer rauen Bergwelt. Ich bin immerhin abgestürzt. Mindestens 1 Meter. Was machen wir jetzt mit ihm? Ja, ich mache Ihnen Vorschlag zur Hüte. Ich bleibe hier. Sagen wir so 1 bis 4, 5 Tage zahle den doofen Hubschrauber und die Sache ist geritzt. Der zeigt ja einen ganzen Hubschrauber. Der muss eine Kohle haben. Schmarrn, ein Flug. Ja, uns kann's ja wurscht sein. Aber sicherheitshalber gibst mir du noch deine Adresse. Ja, bitte, hier ist meine Karte, nicht? Bitte sehr, hier. Auch in Jolt. Sakra, sakra. Und verbindlichen Dank auch. Ja, ihn auch. Doch jetzt bin ich gerettet. Gern geschehen, aber daher wird's trotzdem. Na, bleibt doch euch und mir. Natürlich und wieder der Preis. Ohne den geht's ja nicht, gell? Und? Was steht denn den Haar? Also, wer's ausschaut, nix. Nee, nee, Mensch. Ich hab ja Schmerzen. Fürchterliche. Ah, spielt einer einmal wieder Verregel, ha? So, ja, dann braucht er meine Spezialbehandlung, gell? Meine Schmerzen ja hoch wieder. Außerdem habe ich plötzlich so eine Ahnung von Ihnen erinnert.
Da war doch noch was, da ist doch noch was. Ist da nicht noch, war doch noch was? Hast du unten was vergessen? Ja, ja, Moment mal. Mir kommt so in Erinnerung, ich war doch nicht alleine. Meine Rolle, meine gute Frau, die muss sich dann noch irgendwo am Fuße der Berge befinden. Am Ende spielt eine Henne. Dem er geschrien hat, er stirbt. Oh Gott, er stirbt. Spinnerte Henne. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie damit exakt ausdrücken wollen, aber Klon haben Sie recht. Also, ich schaff den Aufstieg halt nicht mehr. Nicht? Ich bin gerettet. Was? Oh, jetzt bin ich aber gebrochen. Ja, das sieht man. Also, ich richte ihm jetzt einmal Trotzen her. Und wenn er Sperenzeln macht, dann kriegt er meinen Spezialdruckverband. Wenn sein muss, aufs Maul auf. Jetzt scheint ja eine Sennerin zu sein, Marke Alpendrachen. Ich weiß nicht, in die Prospekte sehen die immer ganz anders aus. Was machen wir denn nun, meine Herren? Wollen wir meine Gattin heute noch retten? Oder nicht? Ja, das wollte man eigentlich Sie gerade fragen. Weil unsere Gattin ist ja nicht, wa? Aber wenn Sie so besorgt sein sollten, drunten ist ja gerade Hütten, wo die Millikaner von den ganzen Almen immer reingestellt werden. Ja, noch ein bisschen Heu ist auch drin. Da könnt doch Ihre Gattin jederzeit und ohne Gefahr drin nächtigen. Und morgen, wenn es einer recht ist, da retten wir es dann. Ja. Jetzt ist mir klar, für wie wir den gerettet haben. Sagen Sie mal, bei diesen Millikanen, da kann doch nichts passieren. Na, da geht keiner für die Gattin los. Seid doch bloß keine, dann kann ich hier nicht. Ja, ja, ich lache mir tot. Mensch, das ist so dämlich, braucht er mir auch nicht zu halten. Aber das kostet natürlich noch einmal. Oder wenn es weh kam, kratzen ihre Frau gleich los und steht halt mitten in der Nacht frisch und fröhlich bei ihrem Bettchen. Gott bewahre, nun meinen Sie mal den Teufel nicht an der Wand. Nun passen Sie auf hier, meine Herren, passen Sie auf. Hier, haben Sie ein kleines Trinkgeld? Hier, bitte, und Sie auch? Hier. Und morgen früh, oder besser gesagt, am späten Nachmittag, da retten Sie meine Gattin, ja? Sagen Sie, das Benzin wäre Ihnen ausgegangen oder die Rotoren hätten sich verklemmt oder irgendwas in die Richtung. Alles klar. Gut. Da geh ich gern unter. Also dann, servus. Servus, Bertl. Vierte, Hitz. Vierte. Ja. Mensch, eine schöne Gegend ist das hier. Also Wunder, die vielen Berge. Ja. Und eine Ruhe, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Nicht als Ruhe, himmlische Ruhe. Ne, die ist auch nicht aus dem Prospekt. Sag mal. Wann deine Lotte wieder raufkommt. Heute wollt's nicht kommen. Ja, dann werde ich mich auch wieder anschauen lassen. Ja, aber über Nacht platzen wir hier fein nicht wieder, gell? Da bin ich gar nicht begeistert. Aber wieso denn? Ich schlaf bei der Burgl und Lotte schlaf bei dir, so wie immer. Na ja, eigentlich frage ich mich ja wirklich, warum ihr gar so scharf drauf seid, dass euch aber bei mir herumtrefft. Drum im Tal seht ihr euch doch fast alle da. Ah, freilich. Aber da ist er lang nicht so romantisch wie bei euch zwei da herum. Und dann natürlich so die sagenhafte Verköstigung. Ja, das leuchtet sogar mir ein. Also, na, druck dich zu deinen Heuschrecken runter und mach nicht wieder so einen Krawall. Sorry, das geht halt nicht anders. Also, servus, Tante Nani. Du, und ein schöner Gruß an mein Schatzerl. Ich hab halt leider einen ganzen Tag Bereitschaft. Aber ich schau, dass ich später nur einmal vorbeischwirren kann. Vergessen Sie nicht, meine Gattin zu retten bei Gelegenheit irgendwann. Alles Rutscher. Danke, Oma. Machen Sie eine Arbe Sorgen um Ihre Frau. Es hält sich in Grenzen, schöne Sennerin. Red nicht so saudum daher. Wollte Sie ja nicht beleidigen. Ich habe mir so gerade vorgestellt, wie Sie so ungefähr vor 50 Jahren ausgesehen haben. Das muss man euch preisen hier lassen. Aufs Mai seid ihr nicht gefallen. Aber schauen wir, sollten Sie eine schon die arme Frau den ganzen Nacht in der Hütte da drunter hocken lassen. So was macht man einfach nicht als braver Ehemann. Wer sagt Ihnen, dass meine Frau arm ist? Und wer sagt Ihnen, dass ich ein braver Ehemann bin? Ich habe meine Frau, diese Schnatterliese, seit 30 Jahren ununterbrochen ausgehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Da soll man nicht mal eine ruhige Nacht gegönnt sein. Naja, vielleicht sind sie ja gar nicht so unrecht. Und dass sie als Preis auf die Welt gekommen sind, da können sie ja im Grunde auch nichts dafür geben. Das ist aber sehr gütig von Ihnen. Na, bei der Gelegenheit werde ich mir mal vorstellen, ich bin der Jupp. Das klappt schon. Mehr brauchen wir da herum gar nicht zu wissen. Die Nanny. Und in der hinten da drin, das ist die Burgl. Ja, die habe ich schon kennengelernt.
Marke Alpendrachen. Sag's das ja nicht so laut, sonst haben's nichts zu lachen. Ja, heute lache ich noch. Was morgen passiert, ne, das werden wir ja erleben. Ja, ich breche auf der Stelle noch mal zusammen. Was naht denn da für ein unbeschreibliches Geschöpf? Die Lotte Krüpp, das ist mein Nichte, müssen's wissen. Ja, denn wie kommen denn Sie zu so einer hübschen Verwandtschaft? Und sind ja von den Schwachheiten, ey. Geh den Finger weg von den jungen Mädeln. Sonst kriegen sie ein paar Toten. Und zwar von mir persönlich. Und ihre Gattin, die werde ich auch unterrichten. Ist ja gut, ist ja gut. Grüß dich, Tante Nanni. Grüß die Lotte, dass du heute schon wiederkommst. Ich hab nur zwei im Schlepptau, die Hanni und den Peter. Aber die haben schlapp gemacht und werden erst morgen kommen. Ich kann dir nicht mal vorstellen, Jupp Schmidtke aus Berlin. Äußerst angenehm. Aus Berlin sind sie, da war ich jetzt nie drauf gekommen. Jetzt quatschen sie uns doch nicht da und dazwischen, Sapperlott. Was hast du mir denn mitgebracht? Ein bisschen Obst. War der Bertel noch nicht da? Ja. Er hat er gebracht. Ja, ja, ich bin ein Opfer der Berge, ich war sozusagen, ja. Ja, aber komm, geh mal zu mir rein. Der kann das sein, mein doch nicht holen. Das ist ja nicht zu fassen. Ein Umgangston haben die Leute hier. Dabei mache ich sowieso den Mund bloß auf, wenn es was ganz Wichtiges zu sagen gibt. Naja, werd mal hier auf den Bänkchen setzen, ein bisschen die Gegend ankicken. Und ansonsten mache ich oft beleidigt, das haben sie nur davon. Ah, beleidigt bist. Hoffentlich hält der Zustand recht lang an, gell? Sind wir beide uns schon irgendwann mal wo begegnet? Freiwillig ganz bestimmt nicht. Ja, ich bin das nicht gewohnt, dass man mir duzt. Ja, Herr, wäre ich auch noch sagen. Du, an das musst du schon gewohnen bei uns da herum. Und wenn nicht, da schau hin, da geht der Weg wieder runter. Das ist ja eine ungehobene Person. Ne? Naja, ich bin ja ein Co-Operasi vom Mensch, also ich bin der Jupp. Und ich die Burgel. Und jetzt gehst du nicht zu mir, dann schau ich mir den Hax noch. Ja, nur anschauen, ja, nicht handgreiflich werden. Ja, das wär's dann schon sein. Ich tu das, was nötig ist. Also, auf geht's. Ja, ja, ich würde liebend gerne noch ein bisschen hier sitzen bleiben und die Gegend genießen. Na, also meinetwegen, dann genießt noch 5 Minuten die Gegend. Aber dann marschierst du an, verstanden? Zu Befehl. Na. Ich hätte noch eine ganz bescheidene Bemerkung. Ich habe hier so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Wenn ich dich verarztet hab, dann kriegst du was zu essen. Basta! Bringt ihr beiden Hübschen eigentlich hier mit alle Gäste so um? A jeder, wie er es verdient. Aber das Gefühl, ich hätte mir doch nicht retten lassen sollen. Und so berauschend ist die Gegend ja nur hier auch wieder nicht. Berge, nicht als Berge, wohin das Ohr blickt. Ah. Servus! Servus! Was denn? Luis Trenker lebt! So, da war ich. Wie bitte, was meinen Sie? Ich mein, da wäre ich. Ein schönes Platz ist das da. Da kann man es aushalten, gell? Ja, dann warten Sie mal ab, bis Sie die beiden etwas verblühten Alpenbrötchen kennengelernt haben. Was glaubst denn du? An wie viele Weiberlein, die ich in meinem Leben schon hingelaufen bin und dann wieder davongelaufen? Mich schreckt so leicht nichts mehr. Beneidenswert. Ich bin in meinem ganzen Leben nur zu Ene hingelaufen und vielleicht kleben geblieben. Da haben Sie wohl den besseren Weg genommen. Ja, kann schon sehen. Übrigens, ich bin der Luis. Ach ja, übrigens, ich bin der Jupp. Ein Ja. Du kannst ihn nicht wegschmeißen. Geh weiter, sitzt dir rüber ja, zu mir. Ja, gerne. Schabi, du hast deinen Fuß verknackst. Ne? Schlimmer, bin abgestürzt. Geh weiter. Ja, aber tief konnte es nicht gewesen sein. Ha? Was ist, magst du eine Brotzeit? Oh, gerne doch, ja. Die alte Pflanze aus der Hütte hat man ja nicht angeboten. Die haben hier keine Manier, die Leute. Mmh, das ist auch eine köstliche Stulle. Das ist keine Stulle, das ist ein Brot mit einem Käse drauf. Sag doch, eine köstliche Stulle. Ja, die sind Kimmerrühren. Ja! Hier! Rein auf Verwandling! Ich brauche keinen Verband. Das entscheide ich. Ah, da hockt der noch einer da. Kannst bald gleich wieder weitergehen. Der Preis war vor dir da. Ich hab kein Bett mehr. Wieso? Da ist ja auch noch hinten. Na, probier's.
Da wirst du sauber deine Zähne ausbeißen. Also der weiter redet, alle. Ja, ja, ja. Na, hab ich etwa übertrieben? Ja, furchtbar. Da steig ich ja lieber ab bis zur nächsten Hitze. Ja, das mag's. Ja. Was macht denn die mit dem? Ich trau noch kleine Runden, Tante Nanni. Ja. Aber geh nicht mehr zweit, Madel, es ist schon spät. Okay, bin doch da aufgewachsen, ich kenn jeden Stor und jeden Felsen. Grüß Gott. Also komm, Tante Nanni. Grüß Gott. Grüß Gott, hä? Wann soll ich nicht hersitzen da? Ja, freilich. Sie geh aber über Nacht bleiben, Kindes, weil nicht bei mir, das tut mir leid. Ja, mir nicht. Voll, schlecht schaut's gar nicht aus. Hä? Haben Sie was gesagt? Nein, nein, nein. Wollen Sie heute noch weiter? Kommt ganz drauf an. Sehr gesprächig sind Sie wohl auch nicht. Kommt ganz drauf an. Ja, dann halt nicht. Als ob ich da schon abtrauf wär, Tappigs, Mannsbüt, Tappigs. Warte mal, der kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ist was? Ja, ich weiß nicht recht. Ja, also, wenn Sie mit meiner Besichtigung fertig sind, dann sagen Sie mir's, gell? Erne kenn ich doch. Ich erinnere aber nicht. Oder Moment, vielleicht doch. Der Lois, gell? Ja, der bin ich. Ein Moment, langsam, langsam, langsam. Nanni. Jesus, der Lois. Der Lois ist wieder gekommen. Ja, ich trau durch. Die Nanni. Ja, wie kommst denn du da rauf? Ja, frag doch nicht so tappig. Ich war doch noch nie woanders als wir da. Aber du? Wo warst denn du? Wo kommst du denn überhaupt her? Warum stehst du da wieder gespenst? Nein, nein, was soll ich jetzt da so schnell sagen drauf? Wie lange haben wir uns jetzt mehr nicht gesehen? An die 30 Jahre? 30. Jesus, der Lois. Ja, mei. Und hast immer noch die gleichen schönen Augen wie damals. Schaut mich nicht schon wieder mit solchen Dackelaugen an. Auf den bin ich damals reingefallen. Wo hast du denn die ganzen Jahre herumtrieben? Mei, weißt du, ich hab halt einen Boden unter die Füße verloren, wie du mich damals verlassen hast. Was? Du hast doch mich verlassen. Hä? Wirklich? Also. Ja, da muss ich was durcheinander gebracht haben. Ja. Ja, auf alle Fälle, wie es aus war mit uns, da, naja, da bin ich nach Kanada rüber. Nach Kanada? Oh, da habe ich die Freilich nicht finden können. Überall habe ich nachfragen lassen nach dir. Ja, was in Gottes Namen hast denn du in Kanada gemacht? Nein, zuerst war ich Bergführer in die Rockies und dann bin ich auf ein paar Jahre ins Yukon hintere. Dann zu die Trapper nach Alaska. Schön was, sag ich dir. Ein wildes Leben. Bei mir hätt's das schöner gehabt. Und wärmer als wie in Alaska. Ja, nein, es hat halt nicht sein sollen. Ja, ja, ich weiß schon, das eng war's da über bei uns da. Die große Freiheit hast du gehabt. Ja, das hab ich. Ja, aber jetzt? Jetzt hat's dich doch wieder heimgezogen. Ja, weißt, jetzt hab ich alles gesehen und alles erlebt, von was ich geträumt hab. Ja, jetzt hat's mich wieder heimgezogen. Hast du wenigstens ab und zu mal an mich denkt? An die denkt meinst? Ja, komm, 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 sag mir aber nichts, sonst wegen meiner nicht lernen müssen. Also, jetzt drast du eine Runde und ich rede dabei mit der Burgl, wegen einem Schlafplatz. Ja, aber Moment, wir weisen bei dir. Über mein Schwenkind kann man's viel mehr. Ach so. Naja, es wird sich schon was finden. Also jetzt drück dich, ja. Geh um kein Wort zu der Burgl, dass wir uns kennen. Ja, bin ich deppert, hä? Also nein, ich bin froh, dass ich dich wieder gefunden hab. Freut mich narrisch. Ja, da hab ich schon was davon. Jetzt, wo ich neu zweiwärts bin. So, jetzt haben wir gleich da. Danke, es geht voneinander. Susi, bis neben da. Ja, jetzt haben wir es halt doch nicht mehr geschafft. Bis nach zur Kaffeespitze. Wir sind ja noch länger da. Ach, Mensch, bin ich müde. Oh, ich glaube, ich kann keinen Schritt mehr gehen.
Und du bist also die Nichte von der Nanni, ha? Ja, bin ich. Aber eigentlich bin ich nur herum, weil mein Freund, der Bertel, der ist Pilot bei der Bergrettung, ab und zu eine Nacht da herumbleibt. Ah, mit dir nehme ich an, hä? Ja, aber du, wie funktioniert denn das bei den beiden sittenstrengen Damen? Ganz einfach. Obwohl ich immer schlechtes Gewissen habe, weil die Nanni mir bedingungslos vertraut. Ja, ich muss schon sagen, so einen Vertrauensbruch, den finde ich auch sehr verwerflich. Im Vertrauen auf die Idee sind wir auch zwei schon gekommen. Ich war aber immer dagegen. Im Vertrauen auf die Idee kommen eigentlich alle Paare da herum. Nur die zwei kommen in ihrer Unschuld nicht drauf. Ja, wenn man nur so naiv sein kann. He? Was ist, Christel? Verzeihen wir uns gleich? Ich weiß nicht. Ja, jetzt verschwind's schnell, bevor noch eine auftaucht. Ja, freilich. Ja, danke schön. Dann haben wir meinen Rucksack. Ah, schnell. Schlaft's gut. Ja, ja, danke schön. Ja. Naja. Warte heute bis morgen auf mein Bertel. Aber dann wird der Heilstadel von uns belegt. Ich will jetzt wieder aufstehen. Nein, 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 du bleibst stehen. Nein, die Bergluft, die macht mir, die bist du nicht gewohnt, gell? Ja, wo ist jetzt der andere hin, hä? Na, scheint sie schon wieder runter. Na ja, soll mir auch recht sein. Ah, Sinnerin, was ist? Hast du den Schlafplatz für mich? Nein, da hast du Pech. Der Preis hat das letzte Bett, ja. Und mein Hütte ist klar. Was gibt's denn da? Ein Schlafplatz da der Sucher, aber der Rainer und die Christel, die kommen auch gleich. Ich hab keinen Platz mehr. Bei mir geht's auch nicht. Das tut mir leid. Ja, ihr seid schon gut. Ihr sollt vielleicht noch herausschlafen. Das kannst du machen, wie du magst. Mein Lieber, mein Lieber. Das ist eine nette Person, hä? Ja. Und wer weiß, wenn ich doch bei dir... Nein! Jesus, Jesus. Du weißt was. Ihr könnt's mir jetzt gern haben, alle zwei. Bis runter zur nächsten Hütte schaffe ich's allein noch. Lois! Was? Wart. In den Stadel kannst du hintrieben. Ja. Ja, da ist ein Heu drin. Da hast du es warm. Na, also. Warum denn nicht gleich? Das geht nicht, da ist belegt. Was? Nanni, ich... Jesus, Jesus, die Welt ist schlecht. Verrat uns bitte nicht. Ja, Schatz, ich hätte den gar nicht von Teufel. Ach, das darf jetzt sie nicht sagen. Von Teufel! Oh, von Teufel, alle miteinander. Ach, schau, so was saublödes aber auch. Da könnt ihr mich nicht vielleicht ein bisschen zwischen euch zwei reindrücken. Ja? Hey, ich darf euch gewiss nicht stören. Also begeistert bin ich da gerade nicht davon. Was meinst du, Christel? Na ja, freilich. Natürlich, logisch. Ja, hätte ich mir auch denken können. Du mit deiner sozialen Ader. Komm. Also gut, von mir aus. Guck ich rein. Lass gut sein. Ich war schließlich auch einmal jung und habe einen Charakter. Geht's zu. Und mach den Stadeltür zu, gell? Nicht, dass noch einer kommt. Bist ein feiner Mensch. Ja, ja. Ein feiner Mensch. Depperter, wenn's gesagt jetzt. Na ja, Luis. Dann rollst du halt einmal wieder, wie so oft in deinem Leben. Dann schlafst du sogar aus. Psst. Luis. Ja, was ist? Ich hätte da noch ein ganz kleines Kammerl. Da ist eine Matratzen drin, aber sonst lauter als Flugzeug. Ja, also. Na, pass ja ich dazu. Aber ein Wirtel, wenn du mir schnaubst, gell? Und einbeuten brauchst du auch nichts. Was soll man denn hier einbeuten? In unserem Alter. Gescherter Lackel. Hm? Oh, lieber Herrgott, ich danke dir, dass ich nicht an so einem Biffi hängen geblieben bin. Thank you.
Anziehen dürfen wir schon noch, oder? Jetzt gehst du schnell in den Stall hinten und wenn die Burgel heraus ist, dann kommst du da. Oh, mein Lieber, du bist für immer noch ganz schön raffiniert zu luden. Du brauchst mir keinen Honig ums Maul schmieren, das ja, zieht ja, ja, immer. Also schon. Jetzt verschwind. Ja. Entschuldige, ich muss zu euch. Lieber Herrgott, verzeih mir's halt, dass ich mein Wort untreu geworden bin. Aber ich hab mich doch mit der Art stehen lassen können, wo's jetzt bei der Doktor so kalt wird. Das verstehst du, oder? Ja, wenn nicht, dann kann's auch nicht ändern. Ist ja schon weit. Ist ja schon weit, dass Selbstgespräche führst, ha? Bleib mal da. Du sag, wer hat denn heute Nacht in deiner Hütte drin gekurst? Wer soll denn gekurst haben? Ich hab nichts gehört. Aber ich! Und das war eindeutig ein männlicher Hursterer. Und der ist aus deiner Hütte gekommen. So ein ausgesuchter Schmarrn. Wird schon deinen Preis gekurst haben und jetzt lassen wir mal ruhen. Nein, aus deiner Hütte hat der Mann spät gekurst. Ja, 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 du hörst ein Pflehhursten. Rutsch mir doch am Buckel runter. Momentel. Ja, wie schaust denn du aus? Warum? Wie soll ich denn ausschauen? Ja, du hast ja einen Rogo. Ja, und? Ja, du hast doch mindestens 30 Jahre keinen Rog mehr gehabt. Ja, und heute hab ich halt auch noch, weil er luftiger ist, weil er willst du sonst noch was wissen? Hab ich heute auch gut geschlafen. Im Hai. Das ist genau der Hursterer. Der hat gehurst. Was hab ich? Ja, warum soll er denn auch nicht husten? Im Stadelhind. Nicht im Stadelhind. Für wie blöd schaut ihr mir denn an, hä? Jesus, Jesus, die Weide schlägt. Da. Pfui Teufel. Und noch einmal Pfui Teufel. Dieses Luder. Alles spannend. Ohrmaschen hat so, als wäre kein Artikel. Ja, entschuldigst du? Was musst du denn auch husten? Ja, entschuldige! Ich entschuldige gar nichts und jetzt verschwind. Ja, Frauli, verschwind, dann Pfeifertickel wäre ich. Du, ich bin schließlich mit deinem Grisli fertig geworden. Auge in Auge. Dann werde ich doch nicht vor einem hysterischen Weiberleid die Flucht ergreifen. Und jetzt gerade extra nicht. Neugierig war ich bloß, von wem ich von euch was zum Essen krieg. Ja, was zu essen? Was musst du, Gläubler, jetzt nach einer halben Ewigkeit wieder daherkommen und eine Unruhe in mein Leben bringen? Nein. Weiber. Ich weiß schon, warum ich damals lieber in die Wildnis gegangen bin und wenn ich dann einen Weiberrock hingehängt hab. Geht's rauskommen, die Luft ist rein. Oh, sie war rein. In Grund und Boden zu uns sein, schau mal. Nein, ich will ja eigentlich nichts sagen. Aber ich mein, eigentlich müssen wir ja zusammenhalten. Geh bitte, Nanni, druck halt ein Auge zu. So viele Augen hab ich gar nicht, die wo ich da zudrücken müssen. Jetzt sei mir bitte nicht böse. Aber ich mein, der Lois, der war doch heute Nacht auch bei dir. Ja, was fällt denn dir, Grashupfer, überhaupt sein, hä? In meiner Hütte war er aber nicht bei mir. Und jetzt geht's mir aus dem Weg. Nein, ich darf dir gleich noch mal einen Tankwagen voll Weihwasser bestellen, weil den wir es brauchen. Ah ja, du kriegst auch gleich noch eine Ladung voll ab. Dir, Herr Lodrich, hat's gewiss. Du noch. Hörst auf. Wenn ich duschen will, sag ich das schon. Einer so schlecht als wie der andere. Ja. Du, Nanni. Hä? Wie schaust du das in deinem Ruckerl da? Ein bisschen kürzer darf er da halt sein. Ja, bei deinen netten Fußsohlen, schau. Das ist doch doch so. Ja, Nanni. Lang ist her. Oh Gott! Nächsten Felsen in eine ganz tiefe Schlucht. Ich bin am Ende. Guten Tag. Also, hui. Was meinen Sie? Ja, grüß Gott. Ist ja auch egal. Mir ist heute einfach alles
egal. Sagen Sie mal, wo kommen denn Sie so der Präselt daher, gute Frau? Wo ich herkomme? Ja. Na, fragen Sie mich mal was Leichteres. Von da unten. Irgendwo weit da unten. Da hat mich nämlich mein Alter gestern in dieser rauen Bergwelt einfach ausgesetzt. Was hat der? Vergessen hat er mich. Kippt mal so kurz aus den Pantoffeln und ehe ich mich versehe, kommt ein Hubschrauber angeschwirrt, hieft den Jupp in die Höhe und weg war er. Und ich stehe da und schau dumm aus der Wäsche. Oh, zuerst dachte ich ja, dass auch noch mal irgendeiner kommt und mich holt. Aber nichts, verstehen Sie? Bis ich das mal geschnallt hab, das hat ja eine ganze Weile gedauert. Aber dann hab ich eine Wut gekriegt. Und mit dieser Riesenwut im Leib bin ich hochgestiegen. Wenn ich nicht so eine Riesenwut gehabt hätte, wäre ich nie hier angekommen. Aber die hat mich sozusagen hochgetrieben, verstehen Sie? Ja, ja, du müsstest ja selber die Wut gehabt haben. Ja. Alle Achtung. Und jetzt soll er sich mal trauen und nicht hier sein. Nachdem werde ich was flüstern. Ja, ja, ja. Ich meine, der Preis ist schon da, gell? Aber da gibt's ja leider mehr von der Sorten. Wie schaut denn der Jährige aus? Nichtssagend und vollkommen unbedeutend. Dann kann das sein. Sieht, der ist aber schwer verletzt. Den müssen Sie jetzt schon schön schonen. Schon schön schonen? Was ist das für ein Deutsch? Schonen. Schonen? Na, das kann er sich mal abschminken. Ha, der hat sich doch nur den Fuß vertreten. Ja. Aber gleich so ein Mordsgeschrei veranstaltet, dass andere Verrückte mit dem Handy gleich die Bergrettung gerufen haben und nicht. Mich haben sie stehen gelassen, aber mein Lieber, das hat Folgen, das kann ich Ihnen sagen. Und Sie sagen mir auf der Stelle, wo ich diesen Blindgänger finde. Ja, ich weiß es nicht so recht. Machen Sie ja keine Faxen, ja? Ich finde ihn auch alleine. Ja, ich will dafür ja nicht schuld sein. Mein Gott, ich sehe schon die Schlagzeilen. Mord auf einsamer Berghütte. Unschuldiger Wanderer, der Mittäterschaft verdächtig. Ja, nun quatschen Sie keine Arien, da. Also dann, da. Na, warte, Freundchen, freu dich! Aber ich hab nichts gesagt, gell? Ha! Männer! Nichts als Feiglinge! Ah, da bist du! Ja, sag mir, hast du noch alle Tasten im Schrank? Ja, da bin ich wohl! Ja, bin ich froh, dass ich nichts mehr mit dem Weiberlein zu tun hab. Oh, Herr, ich danke dir. Oh, du wolltest mich retten! Alleine hast du mich gelassen, mein Lieber! Ich wollte da ja retten, ich wollte, aber es ging ja nicht! Aber jetzt machst du dich ja los aus. Mir geht das nicht so. Furie, Pressische! Ah, auch noch da. Und? Wie war die Nacht? Das Hai hat gestochen. Oh, nicht liegen. Das vertrage ich nicht, gell? Ein Brotscheck kannst du meinetwegen haben, aber dann drückst du wieder runter. Wir brauchen da herum keinen Unfrieden. Ich mach doch keinen Unfrieden. Ja, komm, jedes Wort ist zu viel. Das ist vielleicht eine saubere Welt. Und die Schlechtigkeit und die Falschheit, die verfolgen uns ja bis zum höchsten Berg auf. Jesus, Jesus, du musst aber schon schlimme Erfahrungen gemacht haben, weil du das gar so mit der Schlechtigkeit hast. Ich weiß ganz genau, von was ich rede. Geh, die Welt ist schön. Besonders bei euch da herum. Nix als Stille und Friede. Friede, ja. Wenn solche nicht von deiner Sorten trunken bleiben. Jetzt komm. Jetzt sei halt nicht gar so. Sag das noch einmal. Was? Jetzt komm. Jetzt sei halt nicht gar so. Tja, warum? Den Satz hat früher auch einer zu mir gesagt. Jetzt komm. Sei halt nicht gar so. Los! Burgi? Ja, da schau her. Ja, kennst du mich also noch? Frale, hast du ja überhaupt fast nicht verändert. Spar dir doch deinen Schmarrn. Ich weiß ganz genau, wie ich früher ausgeschaut hab und wie ich jetzt ausschau. Aber eins beruhigt mich. Du schaust auch nicht mehr aus wie ein Adonis. So, so, so. Hast ja mal wieder daher verirrt? Du Batsche, du ganz schlechter. Aber Burgi. Stark bist und dann fällt dir nichts anderes ein, als wie das gleich wieder beim nächsten Weiberleid einschlupfst. Ja, du hast mir nicht reinlassen. Stark bist! Sag mal, wer bin denn ich, dass ich mir von dir an ans Maul verbieten lasse?
Du, ich bin mit dem Grizzly fertig geworden, da wäre es mit dir auch noch. Dann muss der Grizzly ein saurer Depp gewesen sein. Was? Wenn er von so einer halberten Portion wie dir einen Schwanz gezogen hat. Ist jetzt das eine Begrüßung? Ah, nach fast 30 Jahren. 20 Jahre, wenn du früher gekommen warst, hätte ich dich anders begrüßt. Ja? Ihr nachher? Ist schon rum um sich. Mei, Schaubuggel, weißt du, mich hat's damals aus der Kurve getreut, wie du mich ohne eine Erklärung verlassen hast. Was? Ja, jetzt wird's hinterher wie vorn. Ja, du hast doch mich verlassen. Was? Gerade ein windiges Zettel auf mein Nachtkastel war ich dir noch wert. Ich die? Ja, täuscht dich doch nicht. Ja, also sowas tut man ja wirklich nicht. Ja, da drauf kommst du reichlich spät. Ja, schau, weißt du, ich war halt damals ein junger, stürmischer, freiheitsliebender Bursch. Und so sehr ich ja dagegen angekämpft hab, ich hab nichts machen können. Das verstehst du, oder? Ob ich das heute noch verstehe, das ist wurscht. Ah, damals hab ich die ganze Welt nicht mehr verstanden. Ja, es tut mir leid. Oh, du scheinheiliger Patron, du! Jesus, Jesus, die Weide ist schlecht! Nani! Komm mal sofort raus! Auwe! Jetzt meine ich kein Zungmütlich werden. Bleib halt nur ein bisschen lauter. Was willst denn? Dass du gleich auskennst. Der da, da bleibst. Der schlaft halt noch bei mir. Da, wo er hingehört. So meinst du? Das soll er mir aber selber sagen. Bei mir schlafen die Mannsbrüder. Das war noch nie anders. Ah, jetzt kommt's mir erst. Daher das neckische Rockerl. Ja, den nicht treffen, gell? Bitte nicht treffen. Na und? Wenn ich mir noch ein Maschel in Zahn abbinde, dann kann es da auch wurscht sein. Na, sieh, und ein Maschel, oder? Da müsst ihr ja die Tür machen. Und dass du auskennst, er und ich, wir kennen uns von früher. Das ist doch jetzt vollkommen wurscht. Herrgott, Weiber. Was? Wir? Du auch? Ja, wieso du auch? Weil ich ihn auch von früher her kenne. Geht das schaust? Wie lang von früher? Stimmt das? Nicht ganz. Das heißt eigentlich ganz lang, lang von früher. Herrgott, welcher Teufel hat denn mich da raufgeführt? Also so lang ist das auch wieder nicht her, Lois. Also ich wäre narrisch. Ja, ich bin's schon. Lois, jetzt lüge mal nicht. Wie du mich damals verlassen hast, war das sie? Und wie du mir damals das windige Zettel aufs Nachtkastel gelegt hast, war das sie? Das weiß ich nicht mehr. Ist doch schon so lang her. Ach, wo ist denn ein Loch? Dann warst das also du? Nein, du warst das. Du hast dich an den Hals geschmissen. Was? Du warst ja immer schon so eine. Wenn du nicht gewesen warst, dann wäre der heute noch bei mir. Nein, gewiss nicht. Was? Schuld. Ich meine, keine hat mich der anderen weggenommen. Ich bin ganz einfach nach Kanada. Aber erst nach einer von uns zwei bist du nach Kanada, gell? Also hast du einen mit der anderen betrogen. Glaubst du, ich kann die heute noch umeinander beiteln? Du Casanova, du Hinterkünftiger! Ah, weißt du, heute schon noch was hast davon. Also führ dich nicht so auf. Vorbei ist vorbei. Ja, genau. Vorbei ist vorbei. Du kannst leicht reden. Hast mir die ganze Nacht wieder bezirzen können. Du falsche Katze, du. Das nimmst du jetzt sofort wieder zurück. Ich hab nächste Nacht wegen dem in die Schamme müssen. Du von dir schon gleich gar nichts. Ja, doch, für das, dass du mich im hintersten Ruppekammer hast schlafen lassen. Ich hätte schon ein anständiges Bett für dich gefunden. Ja, nimm dir nur grad, meinst du, dass ich den alten Tatra noch möchte? Da, das kannst du dir umbinden, das ist das Einzige, was du noch brauchst. So was, das wäre jetzt nicht notwendig gewesen. So was tut weh. Und reden tue ich mit dir, solange ich lebe, kein einziges Wort mehr. Pfui wegen damals. Und pfui wegen dem, was du mir heute noch zutraust. Pfui! Also, wenn da jemand Pfui sagt, dann bin ich sie. Jetzt komm, Burgi, ihr werdet doch nicht streiten anfangen wegen mir. Streiten? Wegen einem Mannspult? Mei, da muss ich ja was lachen. Tschau!
Ich glaube, es wäre Zeit, dass du auf Zucker machst, weil die zwei machen die fertig. Gibt's denn sowas auch? Ich sag's ja, mein Lieber. Ein Weiberlein kann gar nicht so alt werden, dass nicht aus Eifersucht nur den Verstand verliert. Hab ich Verstand gesagt? Ist ein Irrtum. Schaut, hat nicht sollen sein. Ich glaube, es ist besser so, Nanni. Schau, wir wollen ja nicht in Gewissenskonflikte bringen. Na ja, wenn's du meinst. Ich hab das gleiche gedacht wie du, Christel. Ja. Backwurst. Nanni, seien Sie nicht besser. Ich weiß, es war nicht richtig von uns. Na ja, das müsst ihr vor euch selber verantworten. Die Zeit ist halt heute einmal anders, als wie es damals in meiner Jugend war. Aber schön war es trotzdem nicht, uns ja so zu hintergehen. Na ja, wenn man jung ist, gell, dann weiß man es nicht so ganz genau, was richtig ist und was falsch. Dankeschön, Nanni. Schön warst du herum. Jetzt glücklich miteinander. Ja, wir probieren's. Gell, Christel? Und das gibt's bitte nur der Burgel. Es passt schon so, gell? Also, für die Nanni. Und seid's nicht gar so sittenstreng jetzt wahr. Es bringt nichts. Für die. Für die. Macht's es gut, ihr zwei. Ist das ein schöner Tag? Ein schöner Tag? Hier sehe ich nichts. Aber komisch. Was hat's denn? Ist die Welt schlecht, ha? Und jetzt ist er gut. Und ich hab nicht kein einziges Wörtel unter vier Augen mit dem geredet. Weil er natürlich sie wieder die ganze Nacht gehabt hat. Oh, jetzt braucht mir natürlich die Wurst. So, hat das geschafft mit dem Gekeife, dass er auf und davor ist, ha? Lass mal dir zu! Mach zu! Er ist schon von dir davor. Dein Gebläh hat man ja bis in Simsalm lieber gehört. Und gleich das sag ich dir bloß einmal. Sprich mich nie wieder an! Ja, was willst du denn hier? Und dass du auskennst, nächsten Sommer kommt der Lohn darauf hocken. Wieder willst du nimmer! Ja, Gott sei Dank! Na, bin ich wenigstens die los. Ich bin ja froh, wenn ich meine Ruhe hab vor dir. Irgendwann dreh ich noch einmal den Kron um. Aber Mäuschen, ich hab ja nur schon tausendmal erklärt, ich war geistig dermaßen weggetreten durch den Sturz, dass ich das ja nicht mehr realisiert habe, dass du nicht mehr bei mir warst. Ja, das kannst du getrost deiner Großmutter erzählen. Aber Gundermäuschen, Oma lebt doch schon lange nicht mehr. Na, du sollst uns die resche Sennerin mal was Kräftiges servieren, da sieht die Welt gleich ganz anders aus. Schöne Sängerin, darf ich bitten? Bist narrisch, ich will doch nicht mit dir tanzen. Jetzt haben Sie mir falsch verstanden. Ich wollte Sie bei Gott nicht um Intenzchen bitten, sondern um was Kräftiges zu schnabulieren. Ha? Happa, happa. Ein Brotzeit wollen Sie? Ja, nur haben wir uns, ja. Gut, ich kenn's schon, aber ich sag euch, gell? Strittel wird nicht mehr. Ja, ja. So, Gunther, nun setz doch mal hin, du musst ja ganz doll müde sein von dem langen Marsch. Wie kommst du denn auf die Idee? Könnte glatt Bäume ausreißen. Ach, du wirbst ja gar nicht, wie ich die beiden Jungs von den Hubschrauber bekniet habe, geradezu angefleht. Du rettet mir um Himmels Willen meine gute Frau, die da noch irgendwo in den Bergen rumtaumelt. Ich Schlüssel hab sogar jeden in Blauen in der Hand gedrückt. Ja, das kann ich mir denken. Ha! Dass sie mich unten lassen, was? Ach, kannst du denn so was denken von deinem Juppi? Ich hab ja die ganze Nacht den Ohren zugedrückt vor lauter Angst vor dir, ja. Aber es ging ja nicht. Die hatten noch eine andere, ganz schwierige Rettungsaktion auf ihrem Programm. Und weil du ja leider nicht verletzt warst. Wie bitte? Na du da, Gott sei Dank nicht verletzt warst, haben sie dir dein Schicksal überlassen. Ich habe ja was von der Bange gehabt, dass du in der Nacht von einer Millikanne erschlagen wirst. Grauenvoller Gedanke. Ja, nun quatsch keine Arien, das hast du leider umsonst geträumt. Ah! Ich bin nämlich wieder da. Und mich bringst du auch so schnell nicht los, mein Lieber. Jetzt tust du mal Unrecht und weh tust du mir. Jetzt hab ich mal nass gemacht. Das hab ich nicht verdient. Komm, geschenkt. Nee, das muss mal ausgesprochen werden. Hab ich nie immer zu dir gehalten durch Dicke und Dünne. Du zu mir, ich zu dir. Du, ich kann mich da an einige Eskapaden erinnern. Ach, hör auf mit die euren Kamellen. So, da ist die Brotzeit. Gell? Und die wollen nichts mehr hören. Nee, wir streiten ganz leise. Sagen Sie mal, was ganz anderes hier. Was ich da so mitgekriegt habe von dieser Hüttenordnung, Männchen und Weibchen getrennt, da ordnen wir uns unter. Moment! Was soll das heißen, getrennt? Ja, ich schlafe in die Hütte und du in der.
Das ist ja so die Regel, bedauerlicherweise, nicht wahr? Na, ihr seid ja verheiratet. Nee, Ordnung muss sein, ich bestehe drauf, nicht wahr? Wir wollen dann nicht aus der Reihe tanzen, wa? Hab dich schon verstanden. Du willst mich also wieder in die Wüste schicken? Kannst du haben, mein Lieber. Ich steige sofort wieder ab. Mensch, das hast du aber falsch verstanden. Die dämliche Pute. Haben sie wieder nicht mitgekriegt hier. Ja, so lass mir doch mal Ruhe. Ich habe andere Sorgen. Und sowas wollen erwachsene Leute sein. Na, nun halten Sie mal die Luft an. Ja, was ich ja heute Morgen mitgekriegt habe, den klang auch mehr nach Ihnen pubertierende Göre als nach Ihnen erwachsene Frau. Haben Sie Kost? Gehorcht, das war ja wohl schwerlich zu überhören. Aber jetzt werde ich auch mal in eine andere Tonart trillern. Fassen Sie mal auf, was jetzt der Papa macht. Wunder erscheine, und zwar auf der Stelle. Ich denke nicht daran. Schwinge deine Hufe in meine Richtung, bisschen Dalli-Dalli. Oh, jetzt gerade rauf, jetzt rupke mich. Jetzt schlag mal eine andere Tonart an, verstanden? Halt die Klappe und setz da hin. Wie bitte? Spreche ich etwa suaelisch? Setz da hin, bisschen flott. Juppie. Na, das klingt schon besser. So, nun kannst du mal deine Lauscher auf Empfang stellen, ja? Und jetzt frage ich dir, was habe ich bis jetzt Russ schon von meinem Leben gehabt? Klappe, ich werd's da sagen. Nicht. Deine Beten, bitte. Unsere beten Töchter habe ich Russ gezogen. Was? Ja. Du hast in die Brust gegeben. Das konnte ich ja nicht auch noch machen. Aber ich habe die Kohle rangeschafft. Ich habe mir abgerackert für die Familie. Und wenn die Nachbarn eine neue Polstergarnitur hatten, dann musste auch eine her. Und wenn die Nachbarn nach Thailand düsen, dann war für Madame auf einmal die Ostsee zu popelig, dann musste auch Thailand sein. Und wenn du in deine Lustigkeit eine Tasse zerdeppert hast, dann musste gleich ein zwölfteiliges nagelneues Kaffeeservisier mit Joll dran zum Angeben, bloß wenn man gerade mal 40 wird und wie der Kuckuck was noch alles. Und nun sage du mir, ob ich nicht ihr Leben lang pflichtgetreu war. Ich sage ja gar nicht. Na, das wird doch dein Glück sein. Du sagst dann noch gleich was. Ich habe die Schnauze voll gestrichen. Jawohl, capito finito. Ich habe pflichtgetreu dir ein dickes Bankkonto zusammengerackert. Ich habe unsere beiden Mädels pflichtgetreu in die gute Ausbildung gesponsert. Jetzt kennen sie Papa nur, wenn sie auf der Matte stehen und der Hand aufhalten. Aber du musst es ja noch alles zweimal haben. Zwei Fernseher, zwei Autos, zwei Waschmaschinen, zwei Pelzbälle, zwei Ohrringe, zwei Kinder, Durchfallmalene. Aber auf meinem Grabstein, da kannst du zweimal drauf schreiben, er war ein Dussel, aber er ist pflichtgetreu gestorben. Amen. Ich rege mich auf einmal so auf. Mir sagt er noch was. Ich habe die beiden Jungs von dem Hubschrauber bekniet. Das sind ja noch eine nach da unten lasst. Juppie! Ja, kannst du von mir denken, was du willst? Ich wollte einmal meine Ruhe haben. Ich wollte einmal in der Nacht ohne dein ewiges hier Laber in die Ohren, was du noch willst und was du noch brauchst. Und jetzt empfehle ich dir nicht ein einziges Wort von Vorwurf von mir zu geben. Hast du das soweit kapiert? Natürlich, Juppie. Na, den können wir ja in Ruhe frühstücken, Mäuschen. Natürlich, Juppi. Bist ein braves Mädchen, meine kleine Kunde. Jupp? Ja, ist noch was? Wegen heute Nacht. Heute Nacht? Ja, wo ich doch heute Nacht schon so alleine war. Keine Bange, ich lass dir nicht mehr alleine. Bist doch mein Bester. Ja, ich sage dir. Na, wenigstens zwei. Ist sie wieder vertrauen? Liebe Burgfrau. Frau Burg, wir beide schlafen heute in meinem Zimmer gemeinsam. Mir zwei? Nee, mir zwei. Sie haben ja wohl hoffentlich nicht dagegen. Und wenn ich hätte, ihr tat es ja doch. Psst, hat sie die da drüben schon sein lassen? Nee, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Apropos, wollen wir nicht eine kleine Tour zusammen machen? Ja, kannst du denn schon wieder? Ich meine, mit deiner Verletzung? Du wirst mir stützen. Ja. Ja. Was? Mit deinen Ballettschücheln wollt ihr in die Berge umeinander stolpern. Das sage ich euch. Nur mal so einen Schwerverletzten kann ich nicht verbrauchen. Jetzt hören Sie auf zu mosern. Ja, heute werden Sie uns unsere gute Laune nicht verderben. Dazu sind wir viel zu glücklich. Nicht wahr? Ja, Juppie. Na, siehst du, na, den wollen wir mal. Ab mit dir. Hast du schon vergessen müssen? War übel. Ja. Holy
uns da herum, alle streiten und dann wieder versöhnen. Ja, das muss an der dünnen Luft liegen. Nur bei mir, da hat die Luft immer versagt. Na. Ihr werdet zwei so lahme Enten sein. Oh, das ist ja auch nicht zumutbar. Da qualmen wir da ja die Socke. Jetzt gibt's aber Ruhe, Peter. Wir hatten solche Sprüche gemacht. Das Buggerle schaff ich an einem Tag zweimal mit links. Hast du auch von unten nicht gesehen, wie hoch das die Buggerlen sind. Ich hab jetzt bloß noch einen saumäßigen Durst, sonst brauche ich halt nichts mehr. Sonst gar nichts. Oh, du enttäuschst mich aber schon arg. Aber Moggele, leer. Okay, jetzt bring ich doch nicht so in Verlegenheit den armen Peter. Aber brauchst keine Angst, nicht, Tom, Peter. Ich hab doch keine Angst nicht. Ich bin bloß hundsmüd. Und es ist ja auch mein gutes Recht nach so einer Gewaltstour. Freilich, mein Peterle. Er fängt mir jetzt zum Gesicht an, das macht mich ganz kribbelig. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin hier. Ich glaub, den Armin hast du wirklich ein bisschen überfordert. Ich glaub, ich bring dir dann meine Schuhe nach. Nee, das nächste ist, dass ich dir die Schuhe auch noch ausziehe. Das wär schon arg nett. Weißt, ich kann mich fast nicht mehr bucken. Gibt's denn in der Wirtschafterherrin eigentlich etwas? Nur zu deiner Information, Peter. Das ist keine Wirtschaft, sondern eine Almhütte. Und noch dazu sehr weit um. Das erste ist mir relativ wurscht. Das zweite habe ich gemerkt. Nani, bringst du uns bitte schon eine Brotzeit und eine Milch raus? Milch? Ja, womöglich lauwarm. Da beidelt's mit Leib. Keine Angst. Unsere beste Milchkur steht immer bis zum Bauch im Bauch. Ja, da ist der Milchlade ja eisgekühlt. Ja. Dann passt's ja. Oh, meine Füße. Weißt du, Moggele, wir zwei fahren das nächste Mal auf die Balearen. Ja. Ja, da ist wenigstens alles Brettlers eben. Ach, übrigens, da herum dürfen nach einem ungeschriebenen Gesetz Männlein und Weiblein nicht beieinander schlafen. Was? Heißt im Klartext, du, Peter, schlafst bei der Burgel und du, Hanni, mit mir bei der Nanni. Ach, also, das finde ich jetzt schon irgendwie komisch, finde ich das. Was sagst denn du da, Peter? Ja, weißt du, Moggele, wegen einer Nacht. Außerdem bin ich sowieso hundsmüde. Das gibt's ja wohl nicht. Ich soll es ja eigentlich nicht sagen, aber ich gebe euch einen heißen Tipp. Da drin im Stadel, da schlaft sich's wunderbar. Zu zweit, meine ich. Ihr dürft euch nur nicht erwischen lassen. Nein, solche eine Sache machen wir nicht. Wenn's einmal nicht erlaubt ist, dann muss man sich das eben entsagen. Das weißt du schon, dass das die letzte Bergtour war, die ich mit dir gemacht habe. Sag ich doch, wir zwei fahren das nächste Mal ans Meer. Da bin ich dann auch nicht so müde. Du glaubst das, Lotte, ich kann dir gleich. Wenn er doch so müde ist, der Arme. Das siehst du, die Lotte versteht mich. Ah, ich glaub, ich brauch gar nichts mehr zum Essen. Ich geh gleich ins Bett. Ruhe, sanft. Was bist denn da gleich wieder so beleidigt? Ach, geh doch du in dein Bett und lass mir mal Ruhe. Aber gern. Also, gutes Nächtli miteinander. Ah, wo muss ich nach? Bitte schön. Ah, da, hab schon. Also, liebes Moggele, gutes Nächtli, Bussi. Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter. Aber gern, aber erst, wenn ich Ausklave hab. Sag einmal, Hanni. Das mag ja ganz ein lieber Kerl sein. Aber das ist doch eine hoffnungslose Schlaftablette. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, der Peter ist das einzige Mannsbild, das so eine Gelegenheit, dass man mal ins Heuschlupf ausschlägt. Nicht einen Schimmer von Romantik hat der. Der Mensch macht mich nur wahnsinnig. Aber ich hab's ja nicht anders verdient. Ich hab ihn ja unbedingt haben müssen. Moggele, kannst du mal voraus ins Heu gehen? Und wenn ich aufwache und jetzt müde bin, dann lege ich mich ein wenig nahe zu dir. Und da schlafst du dann weiter. Danke, kein Bedarf. Da sage ich das nicht. Wenn ich erst einmal eine Stunde geschlafen habe und neue Kräfte gesammelt, aber dann, Aber dann! Weißt du was, Lotte? Ich hab mir's überlegt. Ich darf eigentlich ganz gerne in dem Stadel übernachten. Ist einmal was anderes im Heu. Da schlafst wunderbar, wirst sehen. Aber pass auf, dass die Nanni nix gespannt. Ich weiß nämlich noch keine von den zwei von unserem Ausweichquartier. Kein Problem, bin schon verschwunden. Nein, wird's doch gut. Ich verdruck morgen in der Früh dein Bett ein bisschen. Passt halt auf, wenn's rauskommt. Oh, ist das herrlich. Da kann mir der Peter gestohlen bleiben. Okay, mach keine Sprüche. Du hoffst ja doch, dass er kommt. Der Peter? Gewiss nicht. Aber weißt was, Lotte? Hm. Es könnte ja sein, dass sie heute Nacht wer zu mir ins Heu verirrt. Vielleicht mein Märchenprinz. Thank you.
auf. Ja, guten Morgen. Ja, was schleppen Sie sich denn so ab, gute Frau? Bitteschön. Sie können es gern hinten in die Kascherei drum. Vier Schonen haben nämlich die Kannen noch. Haben Sie denn keinen Senner hier auf der Alpe? So einen hübschen, kräftigen Seppel? Sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich mit der Milch? Ein Kasch. Und die Nanni da drin, die buttert. Ja, ich weiß schon, ist da meins. Wir sehen, wir hocken da zum Damal dran und zum Touristenverköstigen nur auf die Alme. Nein, nein, nein. Ich habe schon bemerkt, dass Sie hier kräftig arbeiten müssen. Aber trotzdem muss es für Sie doch das reinste Vergnügen sein, in dieser herrlichen Natur arbeiten zu dürfen. Ja, da warte ich noch immer drauf, dass Sie das Vergnügen erstreckt. Ach, wenn Sie wüssten, Burgl, was ich in der Großstadt für ein Leben führe. Ich sage Ihnen, das war eine ganze Menge von Jahren mehr als drüben. Okay. Ja, ja, überlegen Sie doch mal. Sie sind doch vollkommen frei und ungebunden. Kein Mensch spricht mir was da rein. Aber sind Sie erst mal 25 Jahre mit einem und demselben Mann verheiratet? Also, ich kann Ihnen sagen, dass... Chili, wenn Ihre Lebensgeschichte nur lang dauert, dann werden wir die Mille in der Kanne drin sauer. Nein, nein. Ich wollte nur noch ein bisschen von der Arbeit abhalten. Nein, wollte mir noch ein bisschen was von der Seele reden. Sie versteht? Ja, ich verstehe. Aber für ein Preischen sind Sie ganz so nett, Schweiberl. Nichts für ungut, gute Burgel. Ich leg mich noch ein bisschen aufs Ohr. Mein Jupp schnarcht ja auch noch, dass die Balken krachen. Ach, jetzt freue ich mich dann auf ein herrliches Frühstück. Ach, diese herrliche Natur und Friede. Nichts als Friede. Herrlich. Hast du eine Ahnung? Aber für ein Preischen ist wirklich ein nett, Schweiberl. Aber Natur hin, Natur her. Irgendwann ist mir die Arme wurscht. Hanni? Ja, vielleicht liegt's doch im Stadel, Hände. Mogele, bist du der Hanna? Ah! Da soll mich doch gleich und auf der Stelle der Blitz treffen. Da flackt ein fremder Kerl ganz nah an meine Hanni dran. Helft's mir doch, liebes Hergertle, helft's mir doch. Jetzt nur ein bisschen lauter. Was ist denn passiert? Was da passiert ist, fragst du nur. Da pappt ein fremder Kerl ganz nah an meine Hanni dran. Den bring ich auch so schnell um. Jetzt einmal langsam, von was redst du eigentlich? Wer pappt an wem und wo drum? Der Hirne, im Stadel, guck selber nach. Was tu ich denn, liebes Hagel von Biberach? Was mach ich denn bloß? Bring ich zuerst ihn und dann sie oder zuerst mich und dann die zwei um? Der Bert! Wer ist das? Ja, na dreh ich ihm gleich zweimal den Kragen um. Komm heraus, wenn du ein Mann bist. Mein Gott, was schreit's denn gar so? Da soll ich nicht schreien, wenn du mit der Hanni im Heu flackst. Was ist los? Jawohl, da soll ich nicht schreien, wenn du mit der Hanni im Heu flackst. Spielt's jetzt alle zwei? Das war, das ist halt gar nicht nett von dir. Und das eine weißt du schon, dass du ein ganzer wilder Säckel bist. Nur ein Wörtler, Kerle. Aber dann. Jetzt krieg ich aber Angst. Ein amok laufender Schwabe. Jetzt wird's gefährlich. Sag einmal. Woher nimmst denn du die Frechheit her, dass du so cool tust, ha? Das ist einfach bodenlos. Unglaublich. Schamlos ist das. Jawohl, unglaublich schamlos ist das. Pfui Teufel. Hast du vielleicht eine Erklärung für diese Heuorgie? Heuorgie? Jetzt darf ich aber schon mal lachen. Jetzt horcht's mir mal in aller Ruhe zu, ihr zwei. Ha, hast ja lang genug Zeit gehabt. Eine ganze Nacht, dass der blöde Ausritt einfallen lassen. Aber nicht mit mir. Ich höre... Ich hab dir doch gesagt, Lotte, dass ich gestern nicht mehr genau gewusst habe, wie lange ich noch Dienst machen muss. Ja, prompt haben wir noch einen Einsatz gehabt. Ja, na was praktisch schon mitten in der Nacht. Wirklich praktisch. Hast du das gehört, Lotte? Zmittelst in der Nacht flackt sich der Helikoptersäckel zu meiner Hanni rein. Nächst wirst du nicht einmal die Luft anhalten, du blader Schwab. Hast du das gehört? Der sagt, ich bin blöd. Nicht blöd, blöd, wampert. Ja, so. Was? Also, nachdem ich in der Nacht da raufgekommen bin, da wollte ich weinen, als kein Remedemi mehr machen. Wärst du nicht gemacht haben, du Zwergwachtler. Aber wo halt? Da bin ich einfach in den Stadel da hinten rein. Ich habe gleich gesehen, dass die Hanni drin liegt und ganz fest schlaft. Dann habe ich es nur noch aufgeweckt, damit es nicht erschrickt. Ja, dann haben wir einfach nur ein bisschen geratscht. Geratscht. Ich lach mich tot. Jawohl, geratscht. Jetzt kommst du mich einmal gern haben, alle zwei. Und dann? Und dann? Nix und dann. Dann sind wir einfach irgendwann eingeschlafen. Einfach so. Einfach so. Musst jetzt du mir alles nochmal wissen? Musst jetzt du mir alles. Wenn du schon vorher alles sagst, was ich aussagen will. Sind wir jetzt im Kindergarten oder was?
Einfach so. Man kippt weg und schlaft. Und das soll ich dir glauben. Und das soll ihr dir glauben. Ich bin ja kein Dorfdeppel nicht. Was du bist, da möchte ich mich lieber nicht drüber auslassen. Und jetzt lasst mir doch meine Ruhe. Hanni? Hanni? Vielleicht kommst du jetzt einmal raus da. Oh. Guten Morgen. Ist was? Ich verachte dich. Was ist los? Und du willst mein Freundin sein? Ja, Herrschaft, ist jetzt vielleicht einmal Ruhe. Jetzt schrei nicht. Jawohl, schrei nicht. Ja, aber Himmel. Was ist denn da für ein Geschrei? Die Nanni, stell dir vor, der Berg ist die ganze Nacht bei der Hanni im Stadl gelingen. Ha? Wollt mir erst, das ist die Welt schlecht. Ja, dreht jetzt alle miteinander durch. Sind die da lauter Narrische herum? Ah, die gib ich gleich lauter Narrische, gell? Was regt euch denn alle so auf? Hanni, gesteh auf der Stelle. Du hast dich mitten in der Nacht von diesem bayerischen Holzhacker da begrapschen und betatschen lassen, wenn nicht noch mehr. Spinnst jetzt? Ich gib's auf. Und das, nachdem wir nächstes Jahr heiraten wollten. Na, heirat's halt. Du hast das drauf angelegt. Du hast gestern Abend noch gesagt, du wartest auf deinen Märchenprinz. Ja und? Hab ich vielleicht wissen können, dass bloß der Bertel dein Herz ist? Was hast du bloß? Ja, das ist ja klar, du blickst da nie durch. Also, jetzt noch einmal ganz langsam und der Reihe nach. Ganz langsam und der Reihe nach. Ich stehe in der Früh auf und suche mein Hanni. Und wo ist's? Bei dem da im Heu. Und seine ungewaschene Pfote hat er auf der Oberlie gehabt. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt schon, weil ich das Gleiche gesehen hab. Also, so kommen wir nicht weiter. Ja, Hanni. Wieso warst du im Stadl und nicht in dein Bett? Ja, das darf schon mich interessieren. Ich leite die Ermittlungen. Also, ich bin im Stadl hinter, weil mich der Bäder so geärgert hat. Ich hätte überhaupt nichts gemacht. Ich hätte bloß geschlafen. Eben. Ich bin allein im Stadl hinter und irgendwann bin ich einschlafen. Wenn jetzt ich das Drama zu Ende ausführen darf, also, irgendwann in der Nacht bin dann ich da raufgekommen. Und weil ich weiters keinen Lärm machen wollte, in den Stadl da rein. Und da war halt die Hanni schon drin, und? Und dann habt ihr Rosenkranzbett mitgenommen. Nein, haben wir nicht. Wie bereits schon mehrfach erwähnt, haben wir ganz einfach geratscht. Ja, und das wird doch wohl noch erlaubt sein. Und ein bisschen umeinander datscht, ha? Kennt man ja. Was du nicht sagst. Du kennst es. Ich verachte dich immer mehr. Also, Kinder, so wie es ausschaut, war die Geschichte wirklich harmlos. Ich meine, die Welt ist durch und durch schlecht. Aber in dem Fall sollte man das Kind nicht gleich mit der Badewanne rausschütten. Also, vertragt euch wieder. Fällt mir ja nicht ein. Und ich hab jetzt sowieso eine Stinkwut, mich so zu verdächtigen. Die Indizien waren eindeutig. Und du gehst mir eindeutig auf den Wecker. Wenn du nicht so ein schlaffer Sack gewesen wärst, dann war ich doch gar nicht in Stadl hinter. Das verbitte ich mir. Ich bin kein schlaffer Sack. Und wir zwei sind gleich und auf der Stelle geschiedene Leute. Oh, da stürze ich mich vor Verzweiflung ja gleich vom nächsten Felsen. Ja, und ich mich gleich hinterher, das hast du davor. Das wird halt nix mehr. Ja, was fällt euch denn ein, ihr narrische Bande, ha? Vertragt euch, hab ich gesagt. Buh, wenn ich narrisch wär, dann hau ich euch meine Millikaner um die Leffe. Aber bitte nicht die vollen. Also was ist? Lang schau ich nimmer zu. Und ich auch nimmer. Gut, der Glückste macht einen Anfang. Was? Schau, Lotte, ich wollte doch zu dir. Ja, meinst du, ich weiß uns mitten in der Nacht noch darauf. Du und ein bisschen mehr Vertrauen darfst nach der langen Zeit, die wir beieinander sind, schon haben. Ja, meinst du, ich nutze jede Gelegenheit gleich schamlos aus? Das ist schon wirklich traurig, wenn man nicht einmal ganz harmlos mit einem anderen Mannspult beieinander sein kann, ohne dass man gleich mit dem Schlimmsten verdächtigt wird. Mir kommen die Tränen. Aber er hat seine ungewaschene Pfote auf die Robbe gehabt, irgendwo da. Ich hab's genau gesehen. Ja, mei, da ist mir halt der Hammer ein bisschen verrutscht. Ja, komm, Peter, sind wir halt wieder Freund. Das kann ich jetzt so schnell entscheiden, da muss ich erst einmal ein wenig drüber nachdenken. Und wenn ich das Ergebnis weiß, dann sage dir Bescheid, liebe, falsch, nicht liebe Hanni. Wenn ich dann noch da bin, Depp Schwäbischer. Ja, dann kann ja ich wieder zu Buttern gehen. Und ich schon mal im Pass.
Jesus, Jesus, die Weige sturk und durchschlägt. So. Und ich leg mir jetzt noch mal ins Heil. Und wehe, wenn sie noch mal einer zu mir reitraut. Der kann was erleben. Ja, und wir zwar? Weißt was? Mir ist das blöd. Mit einem eifersüchtigen Weiberleib, da kannst du kein vernünftiges Wort mehr reden. Raus! Ich geh. Mich siehst du so schnell nimmer. Wenn überhaupt nur einmal. Bertel! Bertel, warte, komm! Lotte! Da! Dein Rutscher! Ja. Na also. Ach, jung müssen wir noch mal sein. Anni, wo ist denn jetzt wieder? Mogile! Was willst denn? Kann ich wenger zu dir reinschlupfen? Bist du jetzt über das Ergebnis deiner Gedankengänge klar geworden? Ja, schon. Und das Ergebnis möchte ich jetzt dir gern mitteilen, mündlich. Da bin ich jetzt aber neugierig auf diese Mitteilung. Na, das war ja jetzt eine interessante Vorstellung, wa? Da kannst du jeden Krimi dagegen vergessen. Ach, ich sag doch, Leben live ist einfach viel interessanter. Und hast du gehört, Jupp? Die Jungen sind genauso dumm wie wir Alten. Nee, umgekehrt. Wir Alten sind noch dümmer als die Jungen. Aha, wo du recht hast, hast du recht. Aber sag mal, Jupp, so alt sind wir nun auch wieder nicht, oder? Wo du recht hast, hast du recht. Und wenn ich dann so gewisse Sachen denke, oh weia. Juppi! Du sollst mich doch nicht immer so verlegen machen. Kick mal, Mäuschen, wird ja noch richtig rot im Gesicht wie ein Teenager. Na, nun mal ab mit dir. Jupp! Marsch in die Betten, in die Berge. Hast du ja nicht umsonst hier hochgeschleppt. Jetzt mach mal halblang, ja? Ich wollte an die See. Du hast mich hier hochgeschleppt. Und dich hast du sogar fliegen lassen. Ja, die Boje, die würde jetzt sagen, a jeder wie er was verdient. Was ist jetzt schon los? Schon steht auf einmal. Keiner mehr da, hä? Keiner streit mehr und keiner mehr da. Doch, ich bin da. Jetzt ist der los. Ja, brauchst nicht erschrecken, Burgl. Wegen dir. Hast du ja sauber davon geschlichen, gell? Dass du überhaupt da noch hertraust, hä? Ja, gell, da wunderst du dich. Bin gekommen wieder. Ja. Und? Was willst du jetzt schon da? Naja, weißt du, ich wollte nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Ich wollte mich nicht nochmal heimlich aus deinem Leben und aus dem von der Nanni davor schleichen. Die Einsicht kommt reichlich spät. Und soll ich dir jetzt mal ab der Glück und Freude um den Hals fallen? Ja, war ein bisschen spät. So um den Hals fallen, meine ich. Na ja, dann red ich so saudum daher. Ja, das ist halt ein Fehler von mir. Ich hab immer schon an der falschen Stelle das Falsche gesagt. Ja, dann sei halt einmal Start. Ja, soll ich wieder gehen? Ist mir wurscht. Wirklich? Nein, aber was fragst du denn dauernd? Ich sieh's schon. Fällt dir arg schwer, dass du ein bisschen auf mich zugehst, gell? Und dass du ein bisschen weicher bist. Freilich, da sollte man weich werden. Wenn man von dem Einzigen, den man im Leben so wirklich gern gehabt hat, sitzen gelassen wird. Wenn das ganze Dorf heimlich und auch offen über einen lacht, weil man wart und wart, bis man Einsicht, dass die ganze Warterei umsonst ist. Und dann gehst du irgendwann am Berg auf, dass du ja einen Korn mehr hinrennst, der dir noch einmal so weh da kommt. Da wird mir butterweich, das darfst du mir glauben. Burgl, was soll ich jetzt da drauf sagen? Schau, ich war damals jung und dumm und hab nur an mein Vergnügen gedacht. Kannst mir das nicht vergeben? Vergeben? Schon längst. Da ist zu viel Zeit drüber vergangen. Aber halt nie ganz vergessen. Und jetzt, wo du plötzlich wieder vor mir stehst? Kannst du mir wenigstens die Hand geben? Meine Hand nicht. Nein, die kriegst du nicht. Aber ein frisches Brot und einen frischen Butter vom Fassel und darum Greiherz kriegst, da wirst du keinen Gluster drauf haben, oder? Ja, und wir? Weiß ich doch, mehr wie auf mich. Das hast jetzt du gesagt. Na, Morgele, bist du jetzt zufrieden? Zufrieden nicht. Nicht? Ich würde eher sagen, überrascht. Ich hab nicht für Möglichkeiten, zu was ein Schwab alles fähig ist. Gell, da guckst, ja, wir Schwaben, wir sind vielleicht manchmal ein wenig langsamer.
Aber wenn wir erst in Fahrt kommen, aber dann... Dann muss ich dich also in Zukunft öfters ein bisschen eifersüchtig machen. Untersteh die. Oder kann ich vielleicht kreuzstocknarrisch werden? Ich hab's erlebt. Bist halt doch mein lieber stürmischer Blitzschwab. Und? Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Na, ich wüsste schon etwas. Gehen wir noch mal rein? Ins Heu? Noch nicht übertreiben. Kumpel, da hol deinen Rucksack. Gehen wir noch mal los. Aber schon mit die Feuerwehr gar nicht mehr los. Ich fühle ungeahnte Kräfte in mir. Mir ist kein Berg zu steil oder zu hoch. Und wenn wir erst daheim sind, dann wird geheiratet. Dann kommst du mir nimmer aus, du liebst nur der Le- Du lieber Himmel, jetzt bleibe ich doch tatsächlich an einem Schwarm hängen. Ob das gut geht? Schafft Zeiten, jetzt ist der Bertel fort und ich habe ihm wieder nicht angeschafft, was ich alles brauche. Sie da drüben kümmert sich ja um nichts. Scheint, sind sie alle fort. Ah ja, ein wenig ausrasten kann auch nicht schaden. Oh. Juhu, jetzt hat sie ja einen Rogo. Weißt du nicht, dass das ein bisschen läppisch ausschaut? Der Leus kommt nimmer. Der ist schon da. Was? Wo? Wie trifft er schon? Okay, nein, ich reg dich nicht auf. Es rentiert sich nimmer, dass man sich aufregt wegen mir. Oder dass man zum Streiten anfängt. Ich reg mich doch nicht auf. Ja, und ich hab mich noch nie aufgeregt. Ja, du hast doch am meisten Pferd und geschimpft. Was hab ich? Geht das jetzt schon wieder los mit euch, hä? Hinsetzen und in Ruhe geben. Hä? Ja, wie jetzt bald? Siehst du, so ist brav. Ah. Und? Was soll das das Ganze werden? Eine doppelte Liebeserklärung, was denn sonst? Halt einmal. Wie lang bist denn du schon da? Oh. Noch nicht lang. Brauchst keine Angst haben. Gewiss keine ganze Nacht nicht. Eine Ruhe ist, hab ich gesagt. Also, Marlon, jetzt hört's mir mal zu. Ich meine, was damals passiert ist, das wissen wir alle miteinander. Ich hab halt gehandelt wie heute auch noch. Tausende von jungen Mannsbildern. Ohne Verstand, ohne Hirn. Und Herz. Ja gut, jetzt wollt's auch ohne Herz. Gedankenlos halt. Ja, ich hab euch sitzen lassen. Alle zwei. Und keine hat's verdient gehabt. Mei, war's zwar so liebe Mädel damals. Du, Burgel, mit deinen schweren, blonden Zipf. Und du, Nani, mit deinen schönen Augen. Ja, ich hab euch wirklich gern gehabt. Wirklich, kennt's mir's gern. Aber ich hab halt nicht anders können. Ja, und jetzt bin ich noch mal raufgekommen, weil ich keinen Zwist und keinen Unfrieden zwischen euch reinbringen möchte. Bin's doch nicht mehr wert. Ich bin doch bloß noch ein alter Dackel. Da hat der Ausnahmschweiß einmal recht. Ja, schön reden, das hast du immer schon können. Aber das sagt sie alles so leicht. Liebeserklärungen verjähren nämlich nie. Nie? Ach, Schmarrn. Und noch was kann ich euch schwören. Keine hat mit der anderen weggenommen. Ihr habt also keinen Grund, dass ihr euch besser seid. Also, ist wieder der Frieden. Ja, wenn man nur mit dir am Frieden halten kann. Ja, du regst dich doch über alles und über jedes auf. Du regst mich auf mit deinem Leben. Jesus, die Welt ist schlecht. Ihr seid nicht schlechter wie damals. Recht hast, Nani. Die Welt ist schön. Schaut euch doch bloß um. Ha, nix wie Berg. Rund um und um. Ja. Weil das auch schon was ist. Ja, bist immer nur die gleiche, gell, Burgel? Ja, nichts zugeben. Und ja, nicht nachgeben. Also, was ist? Kann ich wieder in Ruhe gehen? Warum möchtest du denn jetzt schon wieder gehen? Ja. Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, und ich versprich euch auch, ich komm wieder einmal rauf auf den Besuch. Aber nur, wenn's nicht trefft miteinander. Na ja, wenn's unbedingt meinst. Mir soll's nicht liegen. Vertrauen wir uns, Burgl. Mir ist auch wohl, weil wir im Frieden miteinander leben. Jesus, die Welt ist ja so schlecht. Sie kann's und kann's nicht lassen. Ja. Also, Marlon, ich bin wirklich froh, dass ich euch wieder gefunden hab. Freut mich narrisch. Wo hast du denn jetzt noch hin? Hm? Doch nicht wieder zu deinen greislichen Grizzlies oder wie die Viecher heißen. Freilich! Wenn die seine Katzen verwirfen, dann braucht das nicht mehr der Schießen, weil sie sich dann totlachen. Okay.
ist jetzt ein junges Mädel, weißt du? Dann darf er dir übers Knie legen. Aber so können wir es noch verkneifen. Das wäre doch dein Glück sein. Ja. So, also. Macht es gut, ihr zwei. Und wart nicht wieder 30 Jahre, bis du wieder scheinen lässt. Hey, schöner wird man gewiss nimmer. Jetzt haben wir auch nicht mehr gefallen. Ja, ja, ist schon gut. Jetzt greifen wir nicht gleich wieder. Ach ja, der Lois. Schaut doch mal noch unverschämt gut aus, gell? Ah ja. Aber schön war's schon. Was? Mit dem Lois? Der Nani! Ja, du wärst doch nicht noch einmal! Ja, bist jetzt total narrisch, so was, glaubst du das? Da könnt ihr mich schon wieder aufregen. Na, ich mein, wie soll ich denn sagen? Gerade so ein bisschen halt. Verstehst? Und du? Nix! Was? Na ja, gerade so ein bisschen halt. Dass einem ums Herz gerade noch ein wenig warm wird. Die letzte Wärme, die tut gut. Der Lois hat schon recht. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie schön das da herum ist. So schön schon. Recht hast. Lass mir die ganze Welt einfach da drunt. Weil die Welt da drunt? Jesus, die ist ja so schlecht. Thank you.